Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Herz, Körper, Seele. Und heute haben wir den 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag im Jahre 2017. Und mit mir im Studio ist die liebe Marion. Und dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass es einen kleinen, kleines Fauxpas gab. Ja, wenn ich das sagen darf, erstmal guten Abend, liebe Yvonne, allen Menschen hier im Studio, allen Zuhörern im DDB-Netzwerk, DDB-Radio, wie auch immer. Was ich als kleinen Fauxpas ansehen würde, wäre das Wort mit W. Und wir sind aber mitten in den Rauhnächten oder am Beginn der Rauhnächte. Für mich beginnen die am 25. Dezember. Manche haben es auch schon auf den 21. Dezember verortet. Jedenfalls ist das die Zeit der inneren Einkehr und des Räucherns. Und das ist unsere Ahnen- und Abstammungsgeschichte, die damit zusammenhängt. Deswegen wollen wir das Wort mit W lieber nicht mehr nehmen, okay? Ja, ich sag mal so, ich will es mal nicht so eng sehen. Noch ist noch die Übergangsphase und viele Menschen werden daran festhalten. Das ist ganz klar, weil man geht gerne weg. Also man geht nicht gerne weg von wie sagt man, ja, Riten, Eingefahrenen, genau, ja, eingefahrenen eingefahrenen. Riten. Ja, und wir müssen natürlich auch unsere Verwandten und Bekannten mitnehmen und wir verbieten es ja auch nicht. Aber ich glaube, von uns hier hat das kaum einer gefeiert. Also wenn wir unter uns sind, ne? Wenn wir uns rausbegeben, schon noch. Wir wollen sie auch nicht vergraulen. Das ist schon richtig. Ja, ganz genau. Wir hatten ja heute einiges, was wir auch vorbereiten wollen. Wir wissen natürlich, dass heute sehr viele Menschen zusammensitzen mit ihren Verwandten, mit ihren Geschwistern, Eltern und so weiter. Da gehen wir mal davon aus, dass es gar nicht so viele Menschen sind. Aber vielleicht doch, werden wir mal das Thema ansprechen, was wir machen wollen. Nämlich, wir wollen das Thema Strophanthin besprechen. Oder beziehungsweise es vorstellen, damit viele Menschen wissen, was einem denn da ja uns abgenommen wurde, obwohl es jahrelang wahnsinnige Erfolge erzielt hatte und was die Pharma-Mafia daraus gemacht hat. Ja, ich würde sagen, ich fange diesmal mal an. Und ja, ich würde auch ganz gerne so ein bisschen über die Geschichte des Strophanthin, denn Strophanthin ist ein Segen für die Herzmedizin. Sie hat sich also viel, über viele Jahre bewiesen in den Krankenhäusern und so weiter und so fort. Und dann will ich jetzt einfach mal so ein bisschen was davon erzählen. Die entsprechenden Links, die sehr, sehr wichtig für unsere Zuhörer sein wird, für alle, die jetzt zuhören. Die Links werden auf jeden Fall unter dem Video gestellt werden. Dort kann man dann auch, das werden wir auch dann weiter im Verlaufe der Stunde dann auch noch erklären, bestimmte Ärzte, die man dann kontaktieren kann, um an dieses Mittel heranzukommen. Ja, wie fangen wir denn am besten an? Ja, ich habe so viel zusammengetragen, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so kompakt, so super hinbekomme, aber ich denke mal, ich werde mein Bestes tun. Okay, Marion, bist du auch so weit zuzuhören? Natürlich, ich freue mich schon, bin sehr gespannt. Schieß mal los. Okay. Also, es gab einen absoluten Strophantin-Skandal, weil es wird ja genannt, das Insulin des Herzkranken. Das haben ja schon viele schon gehört. Manche kennen das ja auch schon bereits. Und es ist ein verfemtes Heilmittel. Und das könnte im Grunde genommen, und es war auch eine ganze Zeit lang so, könnte die Rettung in Zukunft auch für Hunderttausende von Herzkranken sein. Speziell auch in Bezug auf Herzinfarkt, Angina pectoris, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung und natürlich auch andere Herzerkrankungen, Schlaganfall, arterielle Durchblutungsstörung der Beine. Ja, man muss das immer, weil wenn man eine Linksherzinsuffizienz zum Beispiel hat, geht das in die Beine rein. Und dann auch bei Demenz, das sollte sich man jeder mal vorstellen, selbst bei Demenz ist dieses Strophanthin der Hammer. So, warum sag ich das? Naja, also Strophanthin, Vorurteile,
der Ärzteschaft. Obwohl seine fantastische Wirkung längst wissenschaftlich untermauert ist und tausende von Ärzte es erfolgreich eingesetzt haben, gilt Strophanthin, das nennt sich auch im Handel, was mal vorher auch war, da nannte sich das Strodival und es wurde verpönt. Ein alter Medizinerzwist und hartnäckig gepflegte Vorurteile scheinen der Verbreitung im Wege zu stehen. Auch wirtschaftliche Überlegungen. Denn andere teure Therapien könnten möglicherweise dadurch natürlich überflüssig werden. Ja, der Heilpraktiker Rolf Jürgen Petri hat zum Beispiel zahlreiche Widersprüche und Fehler der Schulmedizin auch nachgewiesen. Auch dazu wird dann auch einen Link geben, dann könnt ihr das auch gerne euch nochmal durchlesen und ich würde euch auch raten, tut das bitte. So, einem der wohl wichtigsten pflanzlichen Medikamente der Medizingeschichte droht das aus. Ja, warum denn? Ja, die machen alles, damit dieses Strophanthin nicht mehr käuflich zu erwerben ist und auch nicht mehr über ein Rezept. Denn das muss man natürlich sagen, bei so einem Mittel, das so wahnsinnige Wirkung hat, ich werde auch gleich näher dazu eingehen, das macht natürlich die Geschäfte der Pharmamafia kaputt, oder? Wie siehst du das, Mario? Aber hallo, genau so sehe ich das. Ja, und es ist einfach so, dass natürlich auch viele kleine Firmen ja einfach schlicht zu teuer sind mit ihren Medikamenten. Und wenn dann natürlich so ein günstiges Mittelchen kommt, ja, dann gehen die natürlich auf die Barrikaden. So, das Insulin des Herzkranken. Strophanthin ist eine Substanz, die aus einer afrikanischen Liane isoliert wurde. Stelle man sich vor, und das in der Natur. Der Stoff war in intravenös verabreichter Form bis ca. 1960, schön hinhören, bis 1960 als Heilmittel anerkannt und führend in der deutschen Herzmedizin. Zur Therapie akuter Herzschwäche gilt dies sogar bis nach 1992 sogar. Strophanthin ist auch ein neu entdecktes Hormon, das bei Sauerstoffmangel vermehrt im Herzmuskel gebildet wird. Von 1950 bis heute wurden durch zahlreiche Doppelblindstudien und Berichte aus Kliniken, Arztpraxen und Labors dokumentiert, dass Strophanthin in oraler Form in der Vorbeugung und in der Akutbehandlung von Herzinfarkt und Angina pectoris, also Herzschmerzattacken, eine überragend positive Wirkung gezeigt hat. Dies übrigens ohne ernste Nebenwirkungen und verdammt kostengünstig. Die aktuell von der Lehrbuchmedizin empfohlenen Medikamente erreichen die Leistung des Strophanthins bei weitem nicht. So, und jetzt habe ich mal so ein paar Beispiele, damit ihr alle erfahrt, was denn da so alles für Erfolge erzielt worden sind. Würde dich das denn auch interessieren, liebe Marion? Ja, absolut. Ich kann noch einen kleinen Satz dazu sagen. In der ehemaligen DDR war es die Notfallmedikation Nummer 1 bei Herzinfarkt und Schlaganfall. Also wenn die Menschen einen Rettungswagen gerufen haben, dann haben die Ärzte sofort Strophanthin gespritzt und es war meistens von Erfolg gekrönt. Die Menschen konnten dann weiterleben. Ach, tatsächlich, ja. Also das wusste ich gar nicht, dass es auch hier, also im Ostteil sozusagen, das benutzt wurde. Finde ich ja interessant. Ja, sicherlich in anderen Regionen auch, aber das war das jetzt, was ich mal gelesen habe. Ja, aber es wird ja jetzt einem erschwert, das zu bekommen. Gut, gehen wir mal darüber. Es gab zum Beispiel keine Toten mehr unter Tage. So, man überlegt, unter Tage, wie das denn? Ja, von 1977 bis 1987 erzielte ein Krankenhaus in Berlin-West, die Strophanthin, die weltbesten Herzinfarkt-Überlebensraten. Obwohl die Werte dieser Klinik vorher doch durch den hohen Anteil an alten Menschen im Einzugsbereich besonders schlecht waren. Dasselbe gelang einer Klinik in Sao Paulo. Dann geht's weiter. Die Studie zur Strophanthin-Pille bei Angina pectoris in der Berliner Klinik ergab, bei vorbeugender Einnahme waren 98
6,6% der Patienten innerhalb von lockeren 2 Wochen komplett beschwerdefrei. Bei akut eingelieferten Patienten, die das Strophanthin zum ersten Mal bekamen, wirkte die Strophanthin-Zerbeißkapsel bei 85% von ihnen innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Das soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Wie viele Tote sind im Moment, wenn jemand einen Herzinfarkt hat oder, naja, also die Zahl ist sehr, sehr hoch. So, ein deutsches Bergwerk verzeichnete durch den Einsatz dieser Kapsel unter Tage 10 Jahre lang keinen einzigen Herzinfarkt-Toten. Hast du es gehört, ja, Marion? Ja, ich habe Mund und Nase aufgesperrt vor Erstaunen. Ja, vorher waren es jährlich 3 Menschen, die daran starben. Durch die Einnahme von oralem Strophanthin kann jeder Patient mit beginnendem Herzinfarkt die wichtigste Notfallmaßnahme noch vor dem Eintreffen des Notarztes selbst vornehmen. Circa 2000 deutsche Ärzte wendeten Strophanthin mit bestem Erfolge an. Eine Liste mit einer Ärzteauswahl finden Sie im Netz, wenn Sie Strophanthin-Ärzte in die Suchmaschine eingeben. Aber, das muss ich dazu sagen, es wird jetzt erschwert, diesen Fund zu machen. So, die positive Wirkung. Strophanthin wirkt auf mehrere Komponenten positiv ein, vor allem auf das Herz, Nerven, Arterien und die roten Blutkörperchen. Es vereint die Qualitäten einer Reihe von herkömmlichen Medikamenten, allerdings ohne deren negativen Nebenwirkungen. Auch wirkt es bei Bluthochdruck, Herzschwäche, Schlaganfall, arterieller Verschlusskrankheit der Beine, Asthma bronchiale, Demenz, endogener Depression und grünem Star. Und es gibt noch so einige andere Dinge, die einhergehen mit Verengung der Arterien und Durchblutungsstörungen, wo dann natürlich auch, zum Beispiel auch bei der Blindheit beziehungsweise bei schlechter Sehen, wenn das Auge zum Beispiel nicht gut durchblutet wird, ja, und viele andere Dinge, ja, aber auch zum Beispiel bei epileptischen Anfällen. Nun ja, es gab immer einen Fehler in den Lehrbüchern. Als Nebenwirkung kann mitunter, und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Schlimmes, aber nein, das ist jetzt nur Quatsch, Marion. Als Nebenwirkung kann mitunter eine reversible, natürlich wieder gut gehende Schleimhautreizung, ja, eine Resorptionserscheinung auftreten. Bleibende Schäden sind nie beobachtet worden. Sogar Überdosierung im Zusammenhang, da hat sogar jemand das mal versucht, einen Selbstmordversuch zu machen, hatte keine langfristige Schädigung zur Folge. Ist doch nett, oder? Na sicher, das ist wichtig. Ja, und jedenfalls ist Strophanthin mit allen Medikamenten, die man da schon bereits nimmt, auf jeden Fall gut kombinierbar. Es kann völlig gefahrlos individuell nach Bedarf dosiert und auch vorbeugend eingenommen werden. Trotz allem darf orales Strophanthin nur von Ärzten verschrieben werden, was diese aber, und jetzt kommt's, in der Regel natürlich nicht so gerne machen. Von der orthodoxen Medizin wie Strophanthin, nämlich krass falsch beurteilt und abgelehnt. So wird zum Beispiel gebetsmühlenhaft wiederholt, dass das Mittel bei oraler Gabe schlecht resorbiert werde. Der Vorwurf ist natürlich allerdings längst mehrfach widerlegt worden. Und da kann ich natürlich noch vieles mehr dazu machen, aber wir wollen mal gucken. Machtkämpfe unter den Medizinern. Der alte Strophanthin-Streit, mittlerweile fast vergessen, tobte tatsächlich über Jahrzehnte. Die Internationale Gesellschaft für Infarktbekämpfung füllte im Zuge ihres Kampfes für Strophanthin bis 1988 alljährlich die Kongresshalle in Baden-Baden. Naja, und da war auch denn zum Beispiel ein Mensch, der 1971 reiste, ein netter Dr. Kern, der das orale Strophanthin 1947 entwickelt hatte, auf Einladung von Professor Schettler nach Heidelberg,
Und ich will es mal ganz kurz machen. Dieser Mann wurde gemobbt ohne Ende. Man hat ihn dann verbal sowas von auseinandergenommen, ihn kaltgestellt und hat ihm jemanden vorgesetzt. Und dann wurde dieser Dr. Kern dann vor 150 Medizinern und der gesamten Presse als Scharlatan hingestellt, obwohl alles belegbar war, alles. Kaum ein Mediziner traute sich danach noch für das verpönte Strophantin einzutreten. Diese ungeheuerliche Veranstaltung, die damals stattfand, ist bei Insidern bis heute als das Heidelberger Tribunal bekannt. Ja, und was ist nun die wahre Ursache des Herzinfarkts? Die Ablehnung des Strophantins hätte möglicherweise noch einen anderen Grund. Ja, das sind so viele Sachen, was ich gerne ansprechen wollen würde. Aber was denkst du, Marion? Wird es immer noch so weitergehen oder kriegen wir das gebacken, dass sobald der Bundesstaat Deutschland so installiert ist, die BRD-Verwaltung abgezogen ist, dass wir das dann natürlich frei zur Verfügung stellen und dies dann nicht mehr illegal ist? Genau, das müssen wir. Es gibt in Deutschland zwei Apotheken, die haben Vorräte angelegt, weil importieren darf man es nicht mehr. Und diese Apotheken, die eine ist in Ellwangen, so viel ich weiß, und eine in Koblenz, könnten wir noch mal links raussuchen, aber vielleicht könnt ihr das mal für uns auch machen, selber googeln. Die vertreiben es noch, weil sie Vorräte haben. Und es gibt einen Arzt, also es gibt mehrere. Einer heißt Dr. Debusmann. Es gibt verschiedene. In Leipzig gibt es einen, in Thüringen und einen. Und das ist vielleicht wichtig. Der arbeitet an der Charité. Da gibt es eine Klinik für Naturheilkunde, Emanuel-Klinik oder Emanuel-Krankenhaus. Das ist ein ayurvedischer Arzt und der verschreibt es. Ich habe es selber verschrieben bekommen, weil ich mal richtig hohen Blutdruck hatte, auf Rezept und die Krankenkasse hat es bezahlt. Also es bedarf nur mutiger Leute, das auch zu machen und die finden wir unter uns und dann wird das auch alles wieder weitergehen. Wir müssen uns zusammenschließen, diese Ärzte involvieren und selber mutig sein und die Apotheken unterstützen und dann klappt das schon. Bin ich fest davon überzeugt. Ja, also ich auch auf jeden Fall. Es ist auch sehr interessant. Also ich habe auch eine Seite, wo alphabetisch oder auch per Postleitzahl eine ganze Liste besteht, wo man bei welchen Ärzten man hingehen kann, wo man diese dann auch ordern kann, mit denen sprechen kann und die verschreiben das auch. Denn ohne Verschreibung läuft gar nichts mehr. Und zum normalen Hausarzt, wenn man nicht ein wirklich wunderbares, Verhältnis mit dem Arzt hat, ansonsten bitte nicht mit dem Hausarzt sprechen, weil auch hier werden die Dinge freigelegt zur Krankenkasse, diese Informationen. Es gab schon Vorfälle, wo der Arzt erfahren hat, dass der Patient sich woanders das Strophantin geholt hatte. Und dann wurde von der Krankenkasse ganz speziell, woher auch diese Information stammte, vom Arzt natürlich, wurden ihm Leistungen gestrichen. Ja, das muss man auch ganz, sollte man ein bisschen drauf achten. Ja, da wir ja nicht so viel Zeit haben, ich aber so viel quatschen würde, am liebsten, ich könnte das Thema den ganzen Abend machen, wollen wir natürlich das nicht übertreiben. Wir können natürlich gerne auch in der nächsten Sendung, wenn das gewünscht ist, also kommt drauf an, wie die Menschen darauf reagieren, vielleicht noch ein bisschen mehr über Strophantin erfahren. Auf jeden Fall ist es wichtig, was man auch wissen sollte, ja, dass zum Beispiel dieser Dr. Kern, der hat ja das Thema halt auch verknüpft, ja, und die Entstehung eines Herzinfarkts hat er dann auch ein bisschen erklärt, hat dann auch die Studien gemacht, auch mit über Thrombose und so weiter und auch über Rückstaus aus dem betroffenen Herzgewebe, was da eigentlich alles so passiert und mit Blutgerinnsel und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir natürlich sehr gerne dann auch nächste Woche mit rübernehmen. Und wer da natürlich noch mehr wissen will, werden wir natürlich das auch machen. Werden natürlich auch noch ein bisschen
vielleicht dann auch noch anrufen möchte, haben wir natürlich auch noch ein Telefon, das ist ganz klar. Danke, lieber Macy, dass du mich da nochmal dran erinnert hast. Ja, wir haben ein Telefon. Moment. So, und dann können wir dann auch die Telefonnummer auch gleich nennen. Aber erstmal im ersten Zuge würde ich ganz gern noch eine Sache vorlesen. Die Fähigkeit der roten Blutkörperchen, sich zu verformen, ist besonders wichtig. Da ihr Durchmesser größer ist als der der Kapillaren, durch die sie lang gestreckt in U-Boot-Form hindurchschlüpfen müssen. Die bei einer Minderdurchblutung im Herzgewebe entstehenden Säuren lassen die Blutkörperchen starrer werden, was den Blutfluss und den Abtransport der Säuren weiter einschränkt. So entsteht ein Teufelskreis, der sich bis zum Absterben von Herzmuskelgewebe hochschaukeln könnte, auch ohne Thrombose. Was auch dieses Strophanthin macht, ist, dass es entsäuert. Und das ist ganz wichtig, damit die Wände der Zellen oder der Blutzellen halt auch nicht so diese Starre bekommen. Und das entsäuert und gibt halt auch den Sauerstoff, transportiert es weiter. Also ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, was dieses Strophanthin da im Körper macht. So, und auf jeden Fall, es ist so, ich würde mich ganz gern noch eine Sache sagen. Wir haben auf strophanthus.de, da könnt ihr gerne mal raufgehen und da ist so viel Literatur, so viel Flyer und PDFs. Der Mensch, der diese Seite betreibt, der hat sich absolut darauf spezialisiert, ich sage noch einmal, Strophanthus, hier in diesem Fall, es ist ja so, dass die korrekte Schreibweise ist ja mit zwei H's, einmal hinter dem P und einmal hinter dem T. Aber in der auf der Webseite wird er nur mit einem H geschrieben, weil die meisten ihn auch nur mit einem H schreiben. Dann kann man ihn auch besser finden. Also Strophanthus mit PH. Und dann halt Anthus ohne TH, ja, sondern nur T und dann .de. Da könnt ihr, wenn ihr jetzt vielleicht gerade nebenbei dabei seid, einfach mal auf diese Seite gehen. Und da habt ihr ganz, ganz viele Seiten, wo ihr auch nähere Informationen erhalten könnt, wie man zum Beispiel Strophanthin bestellen kann, wie man das bei der Krankenkasse einreicht, wie man zum Beispiel also die Rezeptur bekommt und hier ist auch eine ganze Liste mit den ganzen Ärzten, die in Deutschland behilflich sind, an das Strophanthus, also an das Strophanthin zu kommen. So, sagen wir mal so, nach der Pause würde ich das Telefon dann gleich freischalten. Wir machen da einfach noch weiter und wer dann Fragen hat, der kann natürlich dann auch sehr, sehr gerne auch anrufen. Unter der Nummer, heute ist diese mal dran, 03 mal die 3 5796 9786. Also das ist auch, ja in der Regel, so ist es auch immer für Herz, Körper, Seele, die passende Telefonnummer dazu. Okay, dann würde ich mal ganz gerne ein kleines Schlückchen trinken, wenn es möglich ist. Hast du irgendeinen noch einen Gedanken, der dir gerade so vorschwebt? Also bei der Seite strophanthus.de muss man schauen, von wann die ist. Die ist vielleicht nicht aktualisiert. Inzwischen sind schon wieder sehr viele Ärzte rausgefallen und Heilpraktiker, die sich das nicht trauen zu verschreiben. Das ist leider so. Da können wir aber nichts dran ändern im Moment. Ich versuche nochmal einen anderen Link rauszusuchen oder ich gebe von einer anderen Webseite nochmal was rein, wo nochmal detaillierter drauf eingegangen werden kann. Ja, und ich habe ja dann noch mein eigenes Thema, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das würden wir dann nach der Pause anfangen, was meinst du? Ja, würde ich machen. Ich würde dann noch ganz kurz hier noch was weiterhin noch dazu sagen. In der internationalen Literatur ist es auch so, dass dieses Strophanthin ein bestimmtes
ja, wie soll man, anders genannt wird. Da wird das zum Beispiel so geschrieben, OU, also Otto, Ulrich, Anton, Bertha, A, Anton, Ida, Nordpol, wird aber ausgesprochen Wabein. Ja, Wabein. Mhm. Und dieses Strophantin, und jetzt, das finde ich ja, das Geschichtliche darum, finde ich sehr interessant, dieses Strophantin wurde tatsächlich 1859, gut zu hören, 1859 in Afrika rein zufällig entdeckt. Ja, da hat der gute Mann Sir Thomas Richard Fraser hatte da durch Zufall ja dieses Pfeil, weil das ist ja ein Pfeilgift, ja, das wurde von denen dort verwendet als Pfeilgift, ja, und er hat dieses Pfeilgift verwechselt mit Zahnpasta. Stell dir das mal vor. Ja, ist ja merkwürdig, ne? Ja, wie sagen wir mal so schön? Es passieren immer so komische Zufälle, ja. Ja, und dann hat man die Wirkung heraus, ja. Also ja, ich fand's genial. Dann kommt es ja bei Giften immer auf die Dosis an. Eine ganz kleine Menge, ob in homöopathischer Form oder in anderer Form, kann heilend wirken und eine geballte Ladung, die führt dann halt zum Tode. Hat Paracelsus schon gesagt, auf die Dosis kommt es an. Ja, ganz genau. Und da liegst du vollkommen richtig. Zum Beispiel, weißt du, wenn ich überlege, ich meine, es gibt wirklich ganz, ganz viele Fälle, die bekannt sind, wo diese Studien angebracht waren, wo diese Studien wirklich absolut belegt worden sind. Die Ärzte waren ja damals Feuer und Flamme für dieses Strophantin, für dieses Pfeilgift, ja. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man, also zum Beispiel in Also es gibt sehr gute Erklärungen, wie das Pfeil, also dieses Strophantin wirkt. Und ja, und das kann man eigentlich auch hier auf der Seite lesen und natürlich auch noch auf viele, viele andere Seiten. Und ich sag mal so, also für alle Menschen, die Schwierigkeiten haben und es gibt ja auch Menschen, die haben unerklärlich hohen Blutdruck. Sie leben gesund, sie rauchen nicht, sie trinken nicht, nehmen keine anderen Medikamente, haben aber einen dermaßen hohen Blutdruck, dass sie nicht wissen, warum. Die Ärzte wissen das nicht, die verschreiben, die ballern ihnen sie voll mit Block. Hilf mir. Ja. Also, ist denn so? Ich ABC-Hämmer und Beta-Blocker, genau. Und das ist dann so krass, ja, dass sie das denen dann geben, obwohl sie gar nicht wissen, warum. Na klar, ich meine, wenn du einen Blutdruck hast von weitaus über 200, ja, den ersten Wert, und der zweite geht über 130, also manch andere, die kippen da um und stehen nicht mehr auf und die gehen arbeiten und fühlen sich ansonsten sehr wohl. Und ja, also natürlich ist auch hier wahrscheinlich ganz mit ganz großer Sicherheit ein ganz großer Mangel im Körper, der natürlich nicht aufgedeckt wird. Ja, ja, ich gehe mal davon aus. Und ich habe auch schon jemanden kennengelernt, der ist einfach, der ist gestorben. Der hat mich gefragt, was ich machen soll und so weiter. Ich konnte ihm damals nicht sagen, dass es Strophantin gibt. Ja, das hätte ihm mit ganz groß, ja, es hätte ihm helfen können, mit ganz großer Sicherheit. Weil es ist leider so, dass es gab auch eine Studie, wo dann halt auch die Menschen mit eingefasst worden sind, bei denen das alles geholfen hat. Selbst die Ärzte haben zu 98,2% gesagt und auch belegen können, dass dieses Strophantin die Menschen in jeder Weise helfen können. Ja, und nachdem aber dieser nette Mensch da zerrissen worden ist, dieser Kerner, und dann haben sie angefangen, auch in den Medien, ja, dieses Strophantin auch zu zerreißen und haben dann hingeschrieben, auch in der Lehrmedizin, ja, also in den Lehrbüchern, Strophantin, es ist unwirksam, es ist hochgiftig, ja, und es gibt Besseres. Sowas schreiben die, ja.
Ja, die Lobby, die Pharmalobby, tut ihr Bestes dazu. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis geben, zwei Hinweise. Beim akuten Herzanfall bitte auch an Natron denken. Ich möchte keine Aussagen dazu weitermachen, aber du hast es auch gerade gesagt mit der Entsäuerung bzw. Übersäuerung. Das ist oft so, dass ein Übersäuerungsschub, ein Säureschub das Herz erreicht und dann muss man hochdosiert Natron nehmen, um da entgegenzuwirken. Soll aber bitte schön kein Tipp sein. Ihr müsst es bitte selber ausprobieren und die Verantwortung dafür übernehmen. Das kann ich nicht. Der zweite Hinweis ist, wenn ihr das googelt und sucht nach Strophanthin, dann müsst ihr bitte, bitte unterscheiden zwischen dem homöopathischen und dem pflanzlichen. Das homöopathische ist frei verkäuflich. Das hat andere Namen wie Strophanthus, Strophaktiv und so weiter. Und das hat dann immer eine D-Bezeichnung dahinter, wie D12, D6 oder sowas. Daran könnt ihr das erkennen. Das ist auch wirksam, aber nicht für einen Akutfall, sondern Homöopathie wirkt immer, dass man es einschleicht und dann auf die Dauer. Und es wirkt auch nicht so stark, sondern mehr auf die Zeit hin gesehen. Also bitte unterscheiden, auf alle Fälle Strophaktiv, das ist homöopathisch. Und wenn es nicht frei verkäuflich ist, dann ist es das echte Strophanthin. Ich danke dir, dass du mir das abgenommen hast. Gerne. Ja, wir haben natürlich auch die Möglichkeit für die Menschen, wenn sie erstmal die Liste bekommen und halt auch mehr Informationen haben wollen, können sie das natürlich sehr gerne auf vielen, vielen Seiten herausfinden. Und wie gesagt, achtet auf euch, schaut zu, was ihr machen könnt. Und achtet auch bitte darauf, dass vielleicht nicht unbedingt auch das Digitales so genommen wird, weil Digitales hat sehr starke negative Wirkung in vielerlei Hinsicht. Aber ich darf da nicht so nah drauf reingehen. Aber informiert euch, auf den Seiten findet ihr auch zu Digitales einiges, ja. Und ich würde sagen, um das jetzt hier mal ein bisschen zu verarbeiten, werden wir jetzt einfach mal ein Liedchen uns anhören und danach ist Marion dran mit ihrem Thema und wenn du dann gestattest, können wir dann auch gleich dann auch das Telefon freischalten. Jetzt mal eine kleine Pause auch für uns. Ja, danke. Bis nachher. Bis gleich. Sehr schöner Ja. Titel. Super, danke dir. Hat dir gefallen, ja? Gut ausgesucht. Ja, ich muss auch sagen, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, weil das ist deutsche Musik und wir haben tatsächlich auch endlich mal wirklich Musik, die zu Herzen geht und mit der Natur verbunden ist. Und die in unserem Sinne ist, ne? Absolut. Und ich will gar nicht, also ich habe, glaube ich, schon jemanden in der Leitung. Ich hoffe, der ist noch dabei. Warte mal. Ja, wollen wir den mal kurz reinnehmen? Na klar. Ja, Herz, Körper, Seele, einen wunderschönen guten Abend. Wer spricht denn da? Ja, guten Abend, hier ist die Lilo wieder. Ja, also Distrophantin, das habe ich schon 2 Jahre und ich hatte damals auch der Arzt hat sich erschrocken, als ich das mal haben wollte. Nein, das kann ich nicht aufschreiben, das geht gar nicht. Und da habe ich gesagt, wieso denn nicht? Das ist ein Naturprodukt. Nein, nein, das ist digital, ist das hochgradig giftig und so. Habe ich gesagt, nein, glaube ich nicht. Und naja, wir können es ja mal versuchen. Und ich habe das aber auf ein Privatrezept. Ich habe das dann selber bezahlen müssen. Und ich habe aber jetzt eine Apotheke gefunden, die gibt es mir so, weil ich das schon 2 Jahre nehme und er mich kennt. Weil ich nämlich auch dieses D1, diese Urtinktur nehme, Strophanthus caratus oder G-Strophanthin. Und ja, also ich habe mal die Pflanze ausgedruckt. Die ist sehr schön. Und wenn man mal sieht, das sieht aus wie die Verästelungen des Herzens. Eine wunderschöne Blüte ist das. Und dann habe ich noch einen kurzen Hinweis. Die Firma Marost, die stellt das her, und zwar Dr. Norbert Brandt. Und ihm hatte ich auch mal angerufen damals. Und er kann vielleicht auch weitere Auskunft geben.
Nun wollte ich nicht weiterreden, weil ihr habt noch schöne Sachen und die will ich auch hören. Die interessieren mich auch. Will ich nicht so lange die Leitung blockieren, ja? Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke immer für deine Erfahrungsberichte. Das freut uns doch. Ja, ich gebe das auch immer weiter an vielen, vielen Menschen. Und ich habe auch den Skandal und alles habe ich mir immer ausgedruckt. Ich drucke sehr viel aus und informiere sehr viel Menschen, damit das Mittel, das ist nämlich so, dass die müssen das ja belegen. Die großen Firmen verlangen so viel und das und das und das und die kleinen haben nicht so das Geld und können das nicht. Ist eine Schweinerei, ist klar. Aber je mehr Menschen das wissen und erfahren und so weiter, dann, ja, man muss es halt eben machen, ne? Damit viele Sachen nicht untergehen. Ja, man muss auch die kleinen Firmen dann wieder unterstützen, damit die Umsatz machen und damit sie gegebenenfalls diese Studien bezahlen können. Das ist ja ein Mittel, die platt zu machen, Studien zu verlangen und die können es nicht bezahlen. Ja, das ist alles so unfair. Ja. Das ist es. Und wenn ihr wüsstet, wie viel Aufklärungsarbeit ich in sämtlichen Medizinskandale, ob es Impfen oder sonst was ist, also wow, kann man denn nur sagen. Ich will mich jetzt nicht hochstellen, aber ich will nur sagen, es ist so, man muss es tun. Ja. Okay. Ganz bist, genau. Bist du denn bei uns im Mumble, Lilo? Nein. Na, mal rein nicht. Mit dir und da das Wissen auch verbreiten. Ja, das gehört dazu. Ja, ich hab meine Papiere noch nicht zusammen. Das mit, unabhängig von vom Nachweis kannst du in den Mumble gehen. Die Yvonne kann dir das zum Beispiel einrichten. Die ist so fit in solchen Sachen. Ja, Yvonne, sag's mal nochmal. Ja, es reicht auch. Also erstmal als ganz normal kannst du in den Mumble reinkommen. Du gehst bloß halt den Anleitungen durch. Und wenn du drin bist und wenn du dann aber halt später, dann bist du halt im öffentlichen Raum, ja. So, und wenn du dann aber dich jetzt nur mit dem normalen Ausweis oder auch einen abgelaufenen oder sonst irgendwas, dann kannst du das dann auch einscannen, hinschicken zur Meldestelle. Dann kannst du auch in die Bundesländer mit rein und kannst dann halt auch mit den Menschen also in den Bundesländern oder in den Ämtern halt auch mit den alles besprechen und so weiter, ja? Also es ist im Grunde genommen ist das gar nicht alles so schwierig, wie es gekocht wird. Und du machst das, was du jetzt hier auch machst. Genau das, mehr musst du gar nicht machen. Das ist schon eine ganz große Hilfe für die meisten. Weil schon alleine Marion weiß sehr viel, es haben wir natürlich auch noch die Ulrike da, aber es ist halt so, wir sind natürlich sehr, sehr viele Menschen, die haben natürlich auch sehr viele Probleme und wollen auch Wissen erlangen, ja, Wissen erlangen, nicht mal um eine Krankheit auszumerzen. Und da kannst du dann halt gerne auch den Menschen solche Dinge natürlich auch sagen. Also wir freuen uns. Komm rein. Ja, okay. Okay. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao, Lino. Danke nochmal. So, wir haben noch einen Anruf. Bin gespannt. Oh, weg. Ist manchmal so. Oder ist jemand jetzt gerade in der Leitung? Hallo? Ist da jemand? Ja, hallo, da ist die Luzi. Hallo Luzi. Grüßt euch. Ich wollte was dazu sagen zu dem Strobanthin. Ich selbst nehme auch das Strobanthin schon seit 3 Jahren oder 4 Jahren schon. Und ich kann es nur loben. Und ich hatte einen Herzinfarkt, Schwächeanfall, Herzinfarkt, I don't know, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle kam ich per Blaulicht ins Krankenhaus. Und dann haben sie mir einen Stent gesetzt und erst hinterher habe ich mich dann schlau gemacht und bin auf das Strobanthin gestoßen. Und zwar war das im Internet, habe ich halt so ein bisschen gegoogelt und dann kam ich auf einen Dr. Kreubner in Garmisch-Partenkirchen. Und dieser, der verschreibt ohne weiteres dieses Strobanthin. Und der ist dann mit der Schlossapotheke verbunden, in Aulendorf. Und mit denen kann man reden. Da kann man es auch ohne Arzt bestellen. Die schicken dir das. Wow. Echt? Ja. Die schicken dir das ohne Wenn und Aber und ohne irgendwie welche Probleme.
Aber auf Rezept, und dann oder? kann ich euch die Telefonnummer geben von denjenigen. Aber nicht im Radio, oder? Nicht im Radio. Per E-Mail, und dann können wir das dann, ja, wir müssen dann erstmal gucken. Eine Frage, Luzi, wie ist es, du musst aber dann natürlich ein Rezept haben, oder machen die das auch ohne? Nein, die schicken dir, der Dr. Kreubner, der ist in Garmisch-Partenkirchen, ne? Und der schickt dir dann 3 oder 4 Rezepte gleich mit. Wow, echt? Ja, der ist echt spitze. Ja. Ich habe das gehört im Hintergrund. Ja, im Mumble machen. Komm doch mal da auch bei uns rein, liebe Luzi, ja? Und eine E-Mail vorher schicken, damit wir das auch wissen, damit wir da auch rankommen. Ja? Ja. Eine E-Mail mit also dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe beide Telefonnummern da liegen, und da könnt ihr gerne alle haben. Super. Mann, also, du bist ja ein Schnuppel. Ja, also das mache ich doch glatt, gell? Ich komme in Mumble rein. Ja, super. Ich bitte drum. Herzlich gerne. Und bitte, aber auch noch eine E-Mail schicken, ja, wo dann auch die Telefonnummer, der Name von dem Arzt nochmal drin steht. Dann können wir gleich loslegen. Das wünsche ich doch allen von ganzem Herzen, dass alle das bekommen, weil ich die Pharmaindustrie nur hassen kann. Genau. Und wir leben von den Insider-Tipps. Es gibt zu wenig davon. Und das ist doch schön, wenn es noch ein paar mehr Ärzte gibt, die das auch machen natürlich. Und sich trauen. Super. Natürlich. Das finde ich ganz toll, dass das jetzt alles so gemacht wird, damit das auch andere Menschen, damit die Chance haben, weiterleben zu können. Genau. Oder anstelle ins Krankenhaus und dann, was die alles da machen, da wird der Himmel Angst, da stirbst schon an dem, weil über dir mindestens 8 Ärzte gebeugt sind, und die machen so, jetzt stirbt sie, ja, schnell das, ja, doch, genau. Und das doch. Die haben ein Theater gemacht, aber ja, was ist denn jetzt los? Jetzt stirbe ich, jetzt bin ich weg, jetzt bin ich gleich weg, weil die so ein Theater da vollbringen in der Intensivstation. Ja, sie haben dich aufgegeben. Luzi, sie haben dich aufgegeben. Ja, genau. Und bei uns im RVV wird das alles nicht mehr passieren. In der neuen Welt, im neuen Deutschland, im Bundesstaat Deutschland wird das alles wegfallen. Und wir werden wieder aufatmen und leben können. Oh, ich bin beschwerdefrei. Ich nehme keine Arznei mehr, nichts mehr. Bin nur alternativ unterwegs. Und die schauen mich natürlich böse an. Jetzt will ich die Krankenkasse auch wechseln. Es gibt eine wunderbare Krankenkasse, die werde ich euch dann nennen. Auch. Ja. Die sage ich jetzt nicht am Telefon. Die werde ich euch dann nennen. Und da, wenn es reingeht, da zahlt sie erstens einmal nicht so viel. Weil die Krankenkasse, die ist da mit von der Partie. Krankenkassen, Ärzte, sind alle mit von der Partie, von der Elite. Sonst würde das gar nicht funktionieren, das ganze System, wenn die nicht mitspielen würden. Du bist auf einem super guten Weg. Wir freuen uns, dass du mit bei uns bist. Und komm in Mumble. Ja, ich freue mich auch, dass ich euch alle habe. Und ich freue mich auch, denn unterhalten wir uns beide mal, Luzi, ja? Ja, okay, machen wir doch, gell? Okay. Also dann wünsche ich euch was, gell? Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Danke. Ja, also ich muss ja sagen, herzlich schöne Anrufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erfreut mein Herz, und gerade auf dem zweiten Feiertag oder Rauhnacht, ja. Also sehr schön. Ich danke euch, dass ihr angerufen habt, auf jeden Fall. Liebe Marion, magst du gerne noch mal was erzählen? Naja, ich fange mal an. Mit dem Thema, was ich mir vorgenommen hatte, ist ja nicht mehr so viel Zeit, aber das haben wir ja in Kauf genommen, weil das Strophantin ja eben sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt sage ich euch, womit ich fortführen möchte, nämlich mit den Themen aus dem Buch Codex Humanus, Buch der Menschlichkeit. Und da habe ich etwas gefunden, das ist wieder ein Wahnsinnsheilmittel, Astragalus. Und ich möchte euch im Zusammenhang damit etwas von Telomeren erzählen. Das ist das Unsterblichkeitshormon. Und dann geht's jetzt mal los, wenn es okay ist. Dann leg mal los. Also Telomere, das ist die Telomerase, das ist ein Enzym. Und ich habe natürlich da auch Unterlagen rausgesucht und lese euch da jetzt einiges vor oder sag euch was dazu. Und zwar, wohl jeder will möglichst lange jung, gesund und fit bleiben.
Und laut wissenschaftlichen Studien ist der Traum ewiger Jugend nun in greifbare Nähe gerückt. Ich habe schon mal gesagt, das Buch Codex Humanus, das ist voller Studien. Und das sind nicht diese schulmedizinischen Studien, sondern eben sehr viel Alternative. Oder es sind unterdrückte Informationen und die werden in diesem Buch alle aufgegriffen. Weiter geht's im Text. Allerdings handelt es sich bei diesem Jungbrunnen nicht um ein besonders pharmakologisches Mittel, sondern um eine unserer grundlegendsten Gewohnheiten, unser Essverhalten. Denn laut Forschung können wir mit der richtigen Ernährung die sogenannten Telomere verlängern und damit das Altern unserer Zellen nicht nur verlangsamen, sondern unsere Zellen sogar biologisch verjüngen und somit den Alterungsprozess umkehren. Das heißt ja nicht, wir wollen jetzt alle wieder jung und knackig aussehen, sondern es heißt, dass wir dieses Altern durch die Chemie, durch den Dreck in der Umwelt und im Essen, das ist ja ein künstlich herbeigeführter Alterungsprozess, den können wir wieder umkehren. Und darum geht es bei diesem Thema und mir geht es auch darum. Und diese Telomere verlängern das Leben und erhalten auch fit, dass man eben nicht anderen zur Last fällt. Das biologische Alter eines Menschen lässt sich mit Hilfe der Telomere recht gut bestimmen. Und diese Telomere sind die Endkappen unserer Chromosomen. Ja, da ist ja unsere Genetik drin enthalten, diese Spirale. Kommen wir jetzt nicht drauf, die DNA, die meine ich. Und schützen diese bestmöglich vor Schäden aller Art. Also oxidativer Stress bzw. freie Radikale und eben was in der Umwelt alles so rumkreucht und fleucht, womit wir es jetzt zu tun haben. Bei jeder Zellteilung werden unsere Telomere naturgemäß kürzer und wir altern. Also die sind dann irgendwann mal aufgebraucht, dann kann sich die Zelle nicht mehr teilen und stirbt ab. Und das circa 50 bis 70 Mal teilt sich eine Zelle, bevor sie dann abstirbt. Und inzwischen ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen mit längeren Telomeren nicht nur länger leben, sie bleiben auch länger gesund und fit als die mit den kürzeren Telomeren. Und da geht es jetzt darum, wie man diese Verlängerung bewerkstelligen kann und wie das funktioniert. Und da sage ich gleich noch was dazu. Ja, also ich muss sagen, also das klingt höchst interessant, vor allen Dingen, ich habe schon mal vor Jahren davon was gehört und ich würde sehr gerne ein bisschen länger leben wollen. Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich jetzt mal weiter, weil dann gibt es natürlich noch ein Mittel, das ist dieses Astragalus, worauf ich dann hinaus möchte. Jetzt geht es nochmal um die Telomerase. Dieses Enzym verlängert die Telomere, kann also die Zelle verjüngen. Da gibt es Forschungen von Dr. Blackburn an der Universität von Kalifornien. Ich stelle da einen Artikel zu ein, dann könnt ihr das alles nachlesen, weil es alles dann immer wieder in die Tiefe geht durch die Verlinkungen. Und zum Beispiel sollte man kein Fleisch, Milch, Eier und so weiter essen, machen viele von uns auch schon gar nicht mehr. Lieber Kichererbsen, Linsen und andere Hülsenfrüchte. Da ist das dann von Natur aus schon drin enthalten, die Telomerase. Und wer denn was zuführen möchte, dazu sage ich dann etwas, weil Ernährung ist heute nochmal ein heißes Thema, weil wir kriegen es oft gar nicht mehr hin, weil die Böden ausgelaugt sind und so weiter. So, das mal kurz zu den Telomeren. Wie gesagt, hier gibt es einen Link dazu. Und dann würde ich gerne zu dem Astragalus zurückkommen, weil das ist ein super Mittel, diese Telomerase wieder zu verlängern. Und richtig ausgesprochen heißt diese Pflanze Astragalus membranaceus. Das ist eine chinesische Wurzel, die heißt auch Tragantwurzel. Und dann gibt es die in der traditionellen chinesischen Medizin schon 4000 Jahre, ist als Kräftigungs- und Heilpflanze dann auch schon bekannt. Und sie wird immer beliebter, weil man jetzt diese Stoffe darin gefunden hat, die eben diese Chromosomen verlängern können. Also auf das Aussehen und so würde ich jetzt nicht so gerne eingehen, weil das kann man alles nachlesen. Gilt in ihren Heimatländern als effektives Kräftigungsmittel und kann das Qi oder auch Prana, also die Lebensenergie, absolut verbessern. Ich sage kurz was zu den Inhaltsstoffen. Moment. Also manchmal muss ich vom Knopf runter, weil mir der Finger schon wehtut. Jetzt nehme ich
Jetzt nehme ich mal einen anderen Finger. Kein Problem. Dann kann ich ja mal zwischendurch mal einfließen lassen für alle, die heute mit dazu beigetragen haben oder auch die dazuhören. Ich würde gerne nächste Woche auch, also Strophantin können wir gerne noch mal etwas näher beleuchten, aber nur, wenn die Resonanz dementsprechend auch hoch ist. Aber was ich sehr gerne machen wollen würde, was auch ziemlich akut ist, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, zu den Julfest, da wird ja nun mal ordentlich geschwemmt. Geschlemmt meine ich, nicht geschwemmt. Und ja, da können wir dann mal über die Leberreinigung sprechen. Die, um diese Feiertage wieder in Ordnung zu bringen, oder die, die noch ziemlich starke Probleme haben mit der Leber, was wir denn da alle machen können, falls jemand einen Stau in der Leber hat und so weiter oder so fort, dann wird darüber nächste Woche gesprochen. Und das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Also dann auf jeden Fall nächste Woche mit dabei sein. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar sind im Astragalus Polysaccharide enthalten und Isoflavonide, die bei Entzündung eine ganz große Rolle spielen. Und aus medizinischer Sicht, heilender Sicht, sind dann die Phytosterole sehr wichtig und interessant. Die können dann wieder cholesterinsenkende Wirkungen entfalten. Cholesterin ist immer ein Thema, da wird auch viel Missbrauch mitgetrieben, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also HDL und LDL, so dramatisch ist es nicht. Und dann sind bestimmte Stoffe noch drin enthalten, wie Triterpen, Saponine, Astragaloside und Isoastragaloside und auch Sojasaponin 1. Und die sind die Stoffe, die für die gesundheitliche Auswirkung eine sehr große Rolle spielen. Es sind auch Calcium, Eisen und Selenlieferanten drin enthalten, Fettsäuren, Aminosäuren, Mineralstoffe wie Calcium, habe ich schon gesagt. Ja, und die sind eben so, die docken so an diese Telomerase an, diese Wurzel, dass es eben dazu kommt, dass man sich einfach, dass die Organe wieder besser funktionieren durch Blutung und. Also ist ein sehr, sehr breit gefächertes Mittel auch natürlich. Ja. Es hilft eben auch für Leber- und Nierenreinigung oder zur Kräftigung, auch bei Leberschäden. Weil wir jetzt, hast du mir ein Stichwort geliefert? Ja, das ist das. Wirkt auch entwässernd und hat auch eine günstige Wirkung auf die Nieren. Und, weil wir das vorhin auch hatten, für das Herz-Kreislauf-System natürlich. Da haben sie wieder Versuche gemacht mit Hamstern, finde ich ja nicht so gut, mit Tierversuchen. Ist aber jetzt nun mal so überliefert und dann können wir es ja auch erwähnen. Also es gab Untersuchungen mit fettreich ernährten Hamstern. Und die konnten durch die Zufuhr von Astragalus die Blutfettwerte erheblich verbessern. Und die organischen Säuren und Phytosterole der Wurzel, also man soll immer die ganze Pflanze benutzen, die führen zu einer verminderten Resorption von Cholesterin im Darm und beschleunigen die Sterolausschüttung. Und erhöhte Blutfettwerte gelten als einen der Risikofaktoren für Erkrankungen, die unter dem metabolischen Syndrom, also Stoffwechselsyndrom, zusammengefasst werden, wie Übergewicht, Diabetes, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und da könnte Astragalus sicherlich in der Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen, besonders bei der Prävention. Und außerdem erhöht diese Wurzel die Produktion des Hormons Adiponektin. Also das kenne ich jetzt selber alles nicht so genau, aber das reguliert den Blutdruck und senkt ihn sicherlich bei zu hohem Blutdruck und ist eben wieder bei der Entstehung von Arteriosklerose beteiligt, bei der Entstehung. Also die vermindert dann die Zeit, also es passiert nicht so schnell und es kann wieder alles in richtige Bahn verlaufen. Die Adern werden auch gereinigt. Bei Herzschwäche zeigten sich in einer Studie mit 90 Patienten, die unter Herzschwäche litten, also chronische, deutliche Verbesserungen. Ab einer Dosis von 4,5 Gramm wurden die Herzkontraktionen stärker. Also ich habe das mir als Pulver besorgt, 100 Gramm. Und bei der Dosis muss man dann gucken, wie viel man dann braucht. Wer jetzt wirklich schon starke Symptome hat, der muss sich da gut drüber informieren, wie viel er dann braucht für einen Monat. Dann hilft es, wie gesagt, noch bei Diabetes,
auch wieder Tierversuche. Ich plädiere dafür, dass wir die Tierversuche natürlich abschaffen. Das wird auch kommen. Jetzt haben wir aber die Auswirkungen schon da, da kann man es ja auch nochmal sagen. Das hat also diesen positiven Aspekt auf den Blutzucker. Und die Zufuhr des Astragalus hat eine Ansprechbarkeit der Zellen auf Insulin und hilft dann somit, eine vorhandene Insulinresistenz rückgängig zu machen. Also das ist der Vorbote von Diabetes Typ 2. Viele Menschen haben auch schon diese Resistenz und merken es nicht, weil Diabetes, dieser Typ 2, kann erst sehr spät diagnostiziert werden, meistens erst dann, wenn es schon zu spät ist oder wenn man dann schon Insulin spritzen muss, was ich sowieso niemals machen würde. Ja, egal was da wäre, würde ich nicht machen. Da kann man auch Apfelpektin nehmen als Hilfe, aber eben jetzt auch die Astragaluswurzel. Und das wäre denn eine natürliche Alternative für dieses ganze Insulinzeug, was ja auch nicht so gesund ist. Und jetzt gibt es noch ein paar Sachen, Antikrebsmittel, Zellverjüngung und ob es Nebenwirkungen gibt. Und das würde ich denn so vorschlagen, dann machen wir in der nächsten Sendung nochmal das Thema zu Ende. Und, oh, das ja, ist aber gemein. Nee, wir sind doch am Ende der Sendung. Was soll ich denn jetzt machen? Nee, Nicht mehr drüber sagen? Na, nur was kommt nächste Woche. Naja, Strophantin und Astragalus machen wir zu Ende. Ja, und dann, okay. Und dann die Leberreinigung? Ja, das ist doch okay. Das braucht ja jetzt nicht mehr so viel Zeit mit dem Astragalus. Aber es gibt noch ein paar wichtige Aspekte, die können die Menschen ja dann noch erfahren. Und dann machen wir mit der Leberreinigung weiter. Ne? Okay, dann bedanke ich mich für die Information, liebe Marion, auch an die Anruferinnen. Die beiden sind ganz, ganz lieb, dass ihr das gemacht habt. Also wir haben euch nicht vergessen. Und ich sage mal von meiner Seite schon mal aus einen wunderschönen Abend an alle. Wir hoffen, dass wir natürlich sehr viele Informationen euch geben konnten. Und wir bleiben am Ball, auf jeden Fall. Und euch einen wunderschönen Abend. Und falls wir uns nicht hören sollten, wartet mal. Ja, der erste 31. Ja, wir werden dann jetzt schon mal im Vorfeld sagen, wir wünschen euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr mit der Sendung. Und wir kommen mit Herz, Körper, Seele im neuen Jahr wieder dabei, also sind denn wieder dabei. Okay, dann dir auch einen wunderschönen Abend, liebe Marion, und passt alle auf euch auf. Okay, dann mein Schlusswort noch. Ich danke dir auch, liebe Yvonne. War ein sehr interessantes Thema, das du den Menschen näher gebracht hast. Ich wünsche allen Zuhörern, die wir inzwischen jetzt nicht sehen, zwischen den Jahren, einen guten Rutsch. Gute Rauhnächte. Rauhnächte zum Räuchern kann man mit Salbei oder mit Beifuß machen. Das ist eine sehr gute Reinigung. Und gute Träume. Achtet auf die Träume. Die haben jetzt nochmal eine ganz andere Wirkung, gerade in diesen Rauhnächten. Das ist diese Zeit. Und bedanke mich auch für alle Anrufer und alle Zuhörer nochmal. Wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.